schauen wir doch mal. Diesmal haben wir wieder Schnorchelzombies dabei. Was nehmen wir denn da alles mit? Die zwei ist klar. Soll ich Stachelkraut mal mitnehmen? Bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall nehme ich die hier mit. Ich nehme die hier mit. Weil brauche ich die jetzt überhaupt? Ich muss die noch loswerden, also brauche ich die hier. Was brauchen wir hier? Oder doch lieber eine Kirschbombe? Ich nehme jetzt einfach mal Stachelkraut mit, einfach um zu zeigen, was es kann. Ihr wollt ja schließlich was sehen von dem Spiel. Wobei ihr das Ding später, früher oder später so oder so gesehen hättet. Weil es eine der wichtigsten Pflanzen im Spiel ist. Weil man ohne die den Endlos-Überleben nicht wirklich effektiv schaffen kann. Oh, wir haben wieder drei Wellen. Kann ich hier gut aufbauen. Vor allem lohnt es sich da wirklich mal die Doppelreihe Sonnenblumen zu machen. Sonnenblumen stehen fast. Den da fangen wir nochmal mit einer Kartoffelmine ab. Da außen. Verteidigungslinie steht schon mal. So, dann können wir mal anfangen, das Zeug zu pflanzen. Und dann kommt auch gleich die erste von drei Wellen. Mal schauen, ob da schon Zombonis dabei sind.
geschafft. Stachelkraut verschwindet dann zwar, allerdings ist der Zomboni weg. Andere Zombies, die über das Stachelkraut übergehen, die kriegen übrigens auch ein bisschen Schaden. Also nicht nur speziell gegen Zombies. So, dann kommt jetzt etwas, was ich überhaupt nicht mag. Aber ich habe ja noch einen Notfallplan neben den Schlingtanken. Matschkürbisse auf einem Seerosenblatt sind genauso gegen die Schnorchelzombies. Habe ich gewartet. Das Zunderholz. Erbsen, die hindurchfliegen, werden zu Feuerbällen. Und Feuerbälle machen das Doppelte von dem Schaden, was die Erbsen machen. So, und da haben wir die nächste Gemeinheit von Zombie, den Delfinreiter-Zombie. Der ist wieder Stabhochsprung-Zombie, nur eben fürs Wasser und auch wesentlich schneller. Weil wenn der einmal im Wasser ist mit dem Delfin, der rast durch, bis er die erste Pflanze trifft, die er dann überspringt. Danach wieder langsam. Also gut. Wir haben aber dafür dieses Mal keine Schnorchelzombies. Die hier kann man allerdings ebenfalls mit Schlingtang abwehren, da sie über den nicht drüber springen. Weil sie ihn nicht sehen, komischerweise.
den brauchen wir, den brauchen wir, den brauchen wir. Keine Zombonis dabei, das heißt, ich lasse das Stachelkraut mal stecken. So. Wie viele Wellen haben wir denn? Sehe ich jetzt noch nicht. Sehe ich erst, wenn der erste Zombie kommt. Zwei Wellen, okay. Dazwischen. Wo der nächste Zombie kommt. So, jetzt sind zumindest schon mal alle Lanes verteidigt. Zunderholz macht. Seht ihr die Erbsen, die hier hindurchfliegen? Die werden Feuerbälle. Die Feuerbälle machen richtig, richtig, richtig viel Schaden. Wenn die ganze Reihe hier voll steht. Und vor allem, wenn ich mehrere Erbsen habe noch. Stehen sie alle. Ja.
einer. Zunderholz hat natürlich nicht nur Vorteile, es hat auch einen einzigen kleinen Nachteil. Er verhindert nämlich mehr oder weniger, dass man Hagelzuckererbsen verwendet. Zum einen werden, Zombies, die mit Feuerbällen getroffen werden, instant wieder aufgetaut. Das heißt, der ganze Frosteffekt ist weg. Und zum anderen, werden die Frosterbsen von den Hagelzuckererbsen, die durch die Zunderhölzer durchfliegen, zu normalen Erbsen. Wenn diese allerdings dann wiederum nochmal durch ein Zunderholz durchfliegen, werden sie dann auch zu Feuerbällen. Aber wir haben hier auf jeden Fall die Hochwallnuss bekommen. Eine massive Mauer, die nicht übersprungen werden kann. Und das gilt jetzt sowohl für den Stabhochsprung-Zombie als auch für den Delfinreiter-Zombie. Da kann niemand drüber springen.